Moin Moin und herzlich willkommen bei Heidige. Mit dem heutigen Video verraten wir euch, wie eine Perücke richtig sitzt. Viel Spaß dabei! Bevor ihr die Perücke aufsetzt, bedarf es natürlich ein paar Vorbereitungen bzw. ein bisschen Material, was ihr braucht. Dazu gehört ein Kajalstift, ein Cleaner Tonicum, um die Kopfhaut zu entfetten und eventuelle Klebestreifen oder Flüssigkleber. Den Kajalstift braucht ihr dazu, weil das Gesicht ja in Dritteln aufgeteilt wird. Das heißt, von Kinn bis zur Nasenspitze, Nasenspitze bis zum Augenbrauen und Augenbrauen bis zur Haarlinie. Und genau da macht ihr einen weißen Punkt hin. Damit ihr schon mal seht, ist die Platzierung richtig. Wenn ihr das getan habt, dann nehmt ihr das Cleaner Tonicum, eine Serviette und entfettet den Kopfhaut, indem ihr das Tonicum auf die Serviette sprüht und den Kopf ein bisschen entfettet. Achtet darauf, dass kein Make-up zu hoch am Haaransatz ist, weil wenn Make-up da ist, würde auch die Perücke nicht halten und ihr macht die Montur schmutzig. Danach nehmt ihr die Perücke und positioniert die Perücke auf euren Kopf. Das bedeutet, die vordere Haaransatzlinie ist direkt knapp hinter dem weißen Punkt. Dann kommt der Kajalstift wieder in den Punkt und dann geht ihr in den Seitenbereich hinein. Man kann auch Tumblebereich sagen, wo ihr vor der Montur wiederum einen kleinen weißen Punkt hinmacht. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr die Perücke wieder zur Seite legen und dann nehmt ihr euch euren Klebestreifen, den euch euer Friseur empfohlen hat. Den könnt ihr, ein kleiner Expertentipp, auch nochmal in der Mitte durchschneiden, weil so viel Kleber braucht man nicht. So, nachdem ihr die Kontur wieder eingezeichnet habt an der Perücke, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, den Klebestreifen direkt auf die Montur zu kleben. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, indem ihr die Perücke weglegt und diese Klebestreifen vielleicht auch für Menschen, die gerade neu damit anfangen, den Klebestreifen hinter den weißen Punkt zu kleben, direkt hinter den weißen Punkt. Danach könnt ihr diesen weißen Punkt an den drei Stellen auch mit einem Cleaner-Lotion wieder abwischen. Und jetzt möchte ich euch einen Expertentipp geben. Wenn ihr die Perücke aufsetzt, könnt ihr erstmal die Schutzfolie vom Klebestreifen abnehmen. Danach nehmt ihr ein bisschen Wasser und träufelt dieses Wasser auf den Klebestreifen drauf. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr die Perücke vernünftig platzieren, ohne dass es dann sofort fest ist. Nachdem das Wasser verdunstet, werdet ihr merken, dass diese Perücke, diese Montur sich verschmelzt mit dem Kleber und es sieht genauso aus wie bei mir mit dieser Natürlichkeit. Bei Fabio seht ihr, dass er die Schutzfolie von Klebestreifen abzieht. Da ist es aber sehr wichtig, dass ihr den Klebestreifen in die Montur, also in die Lace, aber auch in der Folie vernünftig einarbeitet, damit die Klebekraft von vornherein da ist. Wenn ihr das nicht macht, kann es passieren, dass der Klebestreifen nicht auf der Montur hält und dass ihr den Knüpfknoten beschädigen könnt. Wenn das gewissen ist und ihr habt ein gutes Gefühl, dann nehmt ihr wiederum die Bürste oder einen anderen Gegenstand. Bitte nicht die Finger, weil die Hände auch ölig sein können, was wiederum für den Klebestreifen nicht gut ist. Und geht vorne drauf und emulgiert quasi die Lace mit dem Kleber auf eure Kopfhaut ein. Dadurch bekommt ihr das perfekte Aussehen. Während Fabio die Perücke gerade für euch einschneidet, möchte ich euch ein paar Tipps geben. Wir reden von Custom-Made, das heißt, Custom-Made sind Maßarbeiten. Maßarbeiten sind wiederum individuelle Haarsysteme oder Perücken, die mittels einem Abdruck speziell für euch angefertigt werden. Das heißt, die komplette Haarlinie, der Nackenbereich, der Oberkopfbereich entspricht exakt der Kopfform, als wenn ihr nie Haare weg hättet. Wir können natürlich auch bei der Custom-Made, sprich Maßarbeit, auch über die Haardichte reden, über Strähnung, über sämtliche Methoden, die ihr euch vorstellt. Natürlich sind wir in der Lage, auch spezielle Knotungen zu nehmen, gerade im vorderen Bereich, oder die Knoten zu bleichen oder sonstige Dinge. Das ist halt alles bei einer Custom-Made, sprich Maßarbeit, möglich. Wir können auf alle Wünsche eingehen, alle Wünsche, die ihr an uns stellt. Das ist natürlich bei einem Hey-to-go-Wig, also Hey-to-go-Perücke, nicht möglich. Die Maßarbeit passt natürlich perfekt, aber für den Schnitt und für die Schulung für euch
sind natürlich unsere top ausgebildeten Stylisten für euch zuständig. Ganz wichtig für euch ist, bitte verwendet nie handelsübliche Produkte, weil einfach der pH-Wert für dieses Haar absolut nicht stimmen kann. Also nehmt bitte wirklich Produkte für zweites Haar. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr unsere Daily-Serie nehmt, die ihr, wenn ihr von weiter her kommt, auch über unseren Online-Shop kaufen könnt. Und denkt dran, immer den Haarprotektor nehmen. Aber auch da sollte Haarprotektor nie auf die Montur kommen, sondern auch nur in Länge und Spitzen. Und wie ihr seht, ist es eine tolle Vorbereitung. Gerade wenn ihr mit dem Glätteisen arbeiten wollt, könnt ihr das Haar damit einsprühen und dann mit dem Glätteisen nacharbeiten, weil das gibt einen enormen Schutz für euer Haar.